Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario World mit dem Noggin. Ja, wir befinden uns hier in dem Hintereingang, oder ja, was heißt Hintereingang? In dem Hinterhof von dem Schloss, ja. Lol, ich bin durchgehüpft und der ist nicht kaputt gegangen. So, ja, weil ich habe mir so gedacht, bei Big Bo's Festung müssen wir noch so ein paar Sternchen machen. Besuche Big Bo's Karussell. Alter, das ist richtig geil. Und was mir gerade auffällt, wir sehen ja nur noch zwei Sterne von den 30 entfernt. Das heißt, dann können wir ja schon den nächsten Bowser eigentlich theoretisch machen. Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Ja, damit sind natürlich die Augen hier gemeint. Und zwar... Lol. Hallo. Wie sehen mich an? Visier mich an, du Auge. So, Münzchen. Dann müssen wir hier runter. Genau. Hui, Fahrstuhl. So. Da ist die Tür, genau. Ey, ohne Scheiß, ich weiß ja nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Von ein paar Tagen habe ich ja, also... Jetzt, wo ich das Video aufnehme, das war hier die Nacht gewesen, aber bis das Video rauskommt, das wird ja erst morgen oder übermorgen sein. Auf jeden Fall habe ich gelesen, ja, dass Facebook WhatsApp aufgekauft hat. Und ohne Scheiß, wie ich mir dann noch durchgelesen habe, für welchen Betrag, ohne Scheiß, 16 Milliarden Dollar, glaube ich. Doch, ich glaube, es waren 16 Milliarden. Ich meine, nicht, dass es 16 Millionen waren. Wenn man sich mal überlegt, ey, was das für eine Kohle ist und dann, was bringt das Mark Zuckerberg überhaupt, ja? Eigentlich bringt ihm das überhaupt nichts. Gut, ohne Scheiß, damals, wie die schon Instagram aufgekauft haben, ja, das habe ich nicht verstanden, weil Facebook hat einen eigenen Fotodienst gehabt, ja, und kaufen die den Fotodienst nochmal auf, so. Jetzt, die haben einen eigenen Messenger, der verbreitet ist, da kaufen die noch einen Messenger auf, ja. Irgendwie muss man den Sinn von denen nicht verstehen, aber... Ja, was willst du machen? Ah, cool, da kommt er doch schon. So, hallo. Lol, der wird wieder größer. Das ist doch scheiße. Alter, guck mal, da habe ich ihm hart mitgegeben, ey. Leck mir im Arsch. Lol. Zweimal nur, da ist er schon down. Nice. Ja, und Scheiß. Jetzt, wo Facebook wirklich WhatsApp aufgekauft hat. Gut, man wusste ja schon vorher bei WhatsApp, dass die Datenspeicherung machen und dass die Übertragung unsicher ist und alles. Aber jetzt, wo Facebook ja noch WhatsApp aufgekauft hat, ey, da müsste man sich echt zweimal überlegen. Oder eigentlich gar nicht mehr zweimal überlegen. Eigentlich ist das schon ein Grund, jetzt von WhatsApp umzusteigen, ja? Weil... Ohne Scheiß... Du wird doch alles mitgelockt, ja. Allein wenn man schon installiert und auch bei Facebook Messenger, was du da an Rechten deinem Handy erteilst. Bei Android sieht man das jetzt zum Glück. Und beim iPhone weiß ich nicht mehr, ob das heute bei den heutigen Modellen auch noch so ist. Ich hatte damals ein 3GS gehabt, da konnte man das nicht einsehen, auf was die Apps alles Zugriff haben. Aber bei Android, ohne Scheiß, guck mal, die können die SMS mitlesen, die tun dein Telefonbuch, ja gut, Telefonbuch ist ja logisch, dass sie das durchsuchen, aber deine Anrufe, ja, wen du angerufen hast und so, alles mitprotokollieren. Und für einen Messenger-Dienst ist das wohl sehr fraglich, ob das benötigt wird, ja. Also, bin ich ein bisschen skeptisch dabei. Flieg ins Blaue. Das habe ich doch schon mal gemacht. Nee, oder? Keine Ahnung. Ich meine, das hätte ich doch schon gemacht. Oder nicht? Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Okay. Hallo. Jetzt red doch mal mit dem. Ohne Scheiß. Hier. Hallo, ich mache die Kanonen zum Abschuss bereit, Mama. Aber es gibt ja was... Scheiße, wie heißt diese Alternativ-App? Irgendwas mit T, Termia oder so, die aus der Schweiz kommt. Und ohne Scheiß,
Die kostet zwar von Anfang an ein bisschen Geld, ja, die kostet glaube 1,79 bei Android im App Store, aber da hast du den Vorteil, dass deine Daten verschlüsselt übertragen werden und noch nicht mal der Betreiber, also angeblich, muss man dazu sagen, kann deine Daten, deine Nachrichten nicht entschlüsseln, ja. Das heißt also, was du sendest, wird verschlüsselt und erst das Endgerät, wo es draufgeschickt wird, kann es wieder entschlüsseln. Und die können es auf dem Server zwischenspeichern, machen sie aber nicht. Und selbst wenn sie es machen würden, können sie es nicht entschlüsseln. Finde ich, ist eine geile Sache, weil da bleibt wenigstens die Privatsphäre erhalten, ja. Du hast 30 Powerstellen gesammelt, jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft und hast du nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeier mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Ja, diese Säulen haben wir natürlich noch nicht gestampft. Das könnte ich natürlich gerade machen. Aber nochmal auf dieses andere Programm zurückzukommen. Der Vorteil liegt halt ganz einfach darin, dass deine Privatsphäre mehr geschützt ist, ja. Jetzt werden bestimmt manche Leute sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Gut, so einer bin ich jetzt auch, ja. Also ich hätte nichts zu verbergen, aber unscheiß Privatsphäre ist ja eigentlich so das, was am wichtigsten ist, ja. Weil warum soll ich anderen Firmen meine ganzen Persönlichkeitsdinger offenlegen, ja? Unscheiß, dann wissen die alles, ja, guck mal, ich tue jetzt hier frühstücken oder was weiß ich. Ja, wenn, vor allen Dingen, wenn man manche Leute bei Facebook sieht, was die für einen unnötigen Scheiß posten, ohne Scheiß, ja, ich bin gerade kacken oder so, ja. Da habe ich genug Leute bei mir in der Freundesliste, die so eine Scheiße machen, ja. Ganz ehrlich, so interessiert keinen. Aber egal. So, jetzt haben wir nämlich auch hier die Säulen. Ach, komm, da können wir auch gerade einen blauen Schalter machen, den wir hier draußen haben. Weil dann können wir den nämlich gerade mitnehmen. Ah, ich bin echt am überlegen, ob ich jetzt nicht hier demnächst zu dem anderen wechsle. Das Problem ist nur, WhatsApp hat sich ja mittlerweile so etabliert. Ja, blaue Schalter, bla bla, das weiß ich. WhatsApp hat sich ja so etabliert, dass ich andere Messenger-Dienste ja gar nicht so weit jetzt eigentlich oder so schnell verbreiten können. Ja, das ist ja... Achso, da drüben muss ich hin. Das ist natürlich das Problem. Dadurch, wenn es halt die anderen, die besser sind, werden es... Fuck! Alter, Glück gehabt. Werden es natürlich schwieriger haben, sich nur mal zu verbreiten, was eigentlich richtig schade ist. Aber ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde auf jeden Fall wechseln. Ist halt nur eine Frage... Ich muss halt beides parallel laufen lassen. Ist halt nur eine Frage der Zeit, wann man WhatsApp dann in dem Fall deinstallieren kann. So... Vor allen Dingen, weil die ja von Anfang an gesagt haben, ja, wir verkaufen das nicht und so, ja. Hatten ja damals die Entwickler irgend so eine Scheiße gesagt und jetzt auf einmal haben sie es ja doch gemacht, ja. Das sieht man mal. Man wird eigentlich nur verarscht, ja. Aber so ist das heutzutage nun mal. Du kannst solchen Leuten einfach eigentlich nicht trauen, ja. Ist nun mal so. So, haben wir hier noch eins? Nee, glaub nicht. So. Ah, guck mal, ich heb mal jetzt sogar ein, aber er hat noch nicht den Schalter aktiviert. So, was haben wir denn hier drin? Münzchen! Boah, es wird jetzt natürlich richtig arschig, jetzt hier bei diesen Fahrstühlen die Münzen zu sammeln. Okay, das klappt schon mal. Klappt auch schon mal. Okay, wo ist jetzt hier die nächste? Da ist sie. Okay. Lol, wo ist Nummer 8? Wo ist Nummer 8 denn? Alter! Leck mich am Arsch. Ah, hier ist Nummer 8. Nice! Tü-tü-tü-düm, Nummer 8! Oh, okay. So, ich muss erst natürlich einen Schalter aktivieren, damit ich die Dings holen kann. Den Stern holen kann. So, jetzt kommen wir nämlich hier mit dieser geilen Kappe durch die Wände durch.
Da sind die nämlich auch kein Problem. Oder halt hier, wie in dem Beispiel, durchs Gitter. Ist natürlich dann richtig nice, dass ich da in manchen Level ein paar Vorteile verschaffen kann. Beziehungsweise das sogar... Doch, warte mal, ich glaube, das ist die... Ich glaube, der Schalter ist sogar Pflicht zu holen, ja? Ja, wobei eigentlich roter Schalter auch Pflicht ist zu holen. Fällt mir gerade so ein. Ja, doch, im ersten Level, weil du sonst nämlich die letzte Mission nicht mehr machen kannst. Die man eigentlich gerade machen können, die man eigentlich auch machen könnten, theoretisch. Weil... ich ja schon die rote Federkappe habe. Aber... Boah, ich bin jetzt echt am überlegen, was ich jetzt zuerst mache. Ja, komm, wir machen jetzt nochmal... Nee, ich will jetzt erst einen Bowser machen, ey. Guck hier nochmal ein bisschen Action nämlich rein, die Folge. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Oh, lol, jetzt habe ich gerade einen Lager. Fuck. Alter, warum lag denn das jetzt? Jetzt bestimmt wieder schon wieder Windows, was im Hintergrund Updates installieren und dann die Festplatte beim Aufnehmen überlastet. Und Scheiß, ich muss das unbedingt mal abschalten, ey, das geht mir gar nicht klar. Ja, ist natürlich jetzt nochmal, dass das jetzt so gelackt hat. Ja, okay, geht's halt weiter. Ja, was will ich jetzt machen? Entere Bowsers U-Boot. Ja, das muss man natürlich zuerst machen, damit wir zu Bowser können. Aber da machst du jetzt nichts dagegen. Boah, ich weiß nicht, das hier ist auch so ein Level, das mag ich nicht. Besonders wegen dem Fisch, weil ich glaube, der kann mich auffressen, der da unten jetzt gerade mal kurz zu sehen war. Doch, ich glaube, das ist so ein Motherfucker, ey. Mami. Achso, ja, Chris und ich fangen ja jetzt dann an, Adventure Map am Wochenende zu machen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt. Ja, wir wissen nur noch nicht so ganz, welche Map wir spielen. Ja, aber müssen wir mal gucken, ob wir was Geiles finden. Ja, wie gesagt, ihr könnt uns ja auch Map-Vorschläge zuschicken, die wir dann spielen. Aber das sollen halt, wie gesagt, nicht so schwere Maps sein. Weil wir da ja, wie gesagt, nicht die Pros drin sind. Aber auch nicht so pimmel einfach, ja. Ja, nicht so... Ich bin echt am... überlegen, ob ich vielleicht mit Chrissy Downward Adventure spielen soll. Weil die ist ja richtig geil. Muss ich ja nur fallen lassen. Und dann ist die Sache schon gegessen. Wobei das eigentlich sau schwer ist, ja. Weil ich kenne die Map so ein bisschen. Na, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das ja was. Scheiße, und ich sehe gerade, ich bin gerade falschen Weg hochgegangen. Aber ist kein Problem. Weil wir haben ja unseren geilen Weitsprung, den wir benutzen können. Bowsers U-Boot! Weil ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Das U-Boot. Ja, geil! Guck mal, jetzt hat man auch gesehen, wie die Wand da im Hintergrund weitergeht, ey. Mann, geil. Tut, ich bin ein Handy und bin leer. Ja, schön. Ich kann dich aber jetzt nicht laden. Gerade am Zocken. So. Ah, was mir gerade übrigens einfällt. Fuck. Was mir gerade einfällt. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt mit dem Hasenglitch. Und ich hat's richtig gemacht. Wenn ich in der Tür stehe, muss ich nur krabbeln. Und kann dann den Hasen aufnehmen. Das heißt, ich muss noch nicht mal... habe ich jetzt überhaupt da unten die roten Münzen mitgenommen? Ich glaube nicht, ey. Da muss ich das Level nicht zweimal machen. Hallo? Kannst du mich mal bitte da runterlassen? Ey, ohne Scheiß, was ist denn das für ein Bug? Weil dann kann ich den nämlich gerade eigentlich mitnehmen. Boah, war jetzt hier am Anfang noch eine? Ey, ich hoffe mal nicht. Sonst wäre das jetzt arschig. Nein, nicht gut. Dann kann ich den nämlich mitnehmen. Und dann kann ich nämlich hier auch schon den nächsten Stern holen. Nee, weil ich habe das mit dem Hasenglitch richtig gemacht. Nur ich hatte es halt irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Aber
Ich will, dass sie. Ja, das Doofe ist jetzt, ich kann das ja jetzt nicht nochmal zeigen, weil der Hase ja jetzt nicht mehr existiert und weil wir jetzt schon über 30 Sterne haben und die Tür öffnet sich ja dann automatisch. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich hier so geil hochspringen! Nein! 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 Fuck! Alter! Weil ich gerade mal hardcore-mäßig aufs Maul gekriegt. Alter, nein! Nicht in die Lava, bist du des Wahnsinns, Mario. Nein! Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Warum bin ich denn gerade so behindert scheiße, ey? So. Tja, da. Warte, wenn ich jetzt noch einmal in die Lava reinfall. Ich sag's dir. Alter! Leck mir am Arsch. Okay, hier ist so ein Sternring. Das heißt, der kann mir gestohlen bleiben. Alter, verpisst euch. Ich hab Bock, mich mit euch anzulegen. Wenn ich jetzt einmal in die... Nee, ja gut, wenn ich, jetzt kann ich ja noch einmal in die Lava fallen. Das wäre ja nicht so schlimm. Oh, Hammer, jetzt kann ich natürlich warten, bis sich hier die Plattform hoch begibt, ja. Lol, wo ist denn... Ja, jetzt kommt die erst an. So, jetzt aber beeilen. Jetzt muss ich wieder warten, bis das unten ist. Nein, komm, lauf, 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 lauf! Fuck. Na, ja, das war jetzt natürlich scheiße, ey. Das war jetzt mega scheiße gewesen. Na komm. Hui. So. Oh, guck mal, hier haben wir so eine geile Bombe, ja. Oh, ich muss zischen. Bam. Oh, ich hab... LOL, guck mal, Alter, wie viele Münzen. Nice. Fuck, fuck, nein. Boah, du Scheißding, ey. LOL, ich steh in der Lava. Krieg kein Damage. Nice. Ah, scheiße. Na ja, gut, hier mein Herz. Ist nicht so schlimm. Nein, 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 nein. Leck mir am Arsch. Okay, hier kein... Lol. Ach so, andere Seite. Okay, gut. So, ich glaube, hier oben ist auch noch eine Münze. Wenn mich mein Sinn nicht täuscht. Okay, nee, hier ist keiner. Aber da unten ist noch eine. Lol, warte mal, wie? 2, 4, 5? Was? Alter, ich bin am Ende des Levels und das ist erst Nummer 5. Ja, komm, weißt du, ganz ehrlich, ey. Ja, jetzt habe ich nur voll wenig live. Was sind die denn? Oh, okay, da ist noch eine. Hallo. Heil mich. Heil mich, du geiles Herz. Okay, jetzt muss ich erst warten, bis dieser Flammi da an ist. Na komm. Okay, jetzt reicht er. Ist das safe? Ja, komm. Ja, nochmal, genau. Ja, komm, bitzel mich doch. Ja, flamm mich doch ab. Ja, ist klar. 2, 4, 6. Ja, toll, wo ist die? Wo sind hier noch die 2 Münzen? Ist doch scheiße, ey. Ja, komm, verpiss dich. Ich habe jetzt keinen Bock, die noch... Oh Gott, nee. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal den ganzen Weg zurück. Ja, komm, da müssen wir die Nummer machen. Ich bin Mario und habe keine Energie mehr. Ja gut, wenn ich jetzt nochmal aufs Maul kriege, ist natürlich vorbei. Er ist doch scheiße, ey. Jetzt habe ich dann alle Münzen gesammelt. Oh, das heißt, jetzt kann ich dann hier nochmal zurückgehen. Oh Gott. Oh, oh, oh. Alter. Ja, toll. Alter, der war knapp hier. Leck mir am Arsch. Heil mich, du Herz. So. Okay. Boah, vor allen Dingen, wo ist da eigentlich der Sternring? Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Also da halt, wo das Ding rauskommt, wenn die 8 roten Münzen sind. Keine Ahnung. Na, was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als ein Schwarm Stubenfliegen, ja? Gerade jetzt, als mir die Sache so viel Spaß macht. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie viel besser gebrauchen als du. Okay. Wow, Alter! Leck mich am Arsch! Ich muss die Plattform bewegen, ich bin Bowser! LOL, dreht er sich schnell. Alter! LOL! Alter, der kann sich beamen. What the fuck, ey? Fuck. Ah, scheiße, jetzt hätte ich den so gut. Alter, kannst du mal bitte schön deinen scheiß Teleporter weglassen? Ja, mach mir Damage! So, jetzt habe ich ihn. So, wo ist die nächste Kanone? Da ist er. Das sollte ja wohl kein Problem sein, den da jetzt zu treffen. Nice one. Nice one! Oh, ich bin Bowser und kann nix. Da kommt doch mal ein Text. What the fuck? Warum kommt kein Text an? Jetzt. Oh, du hast mich schon wieder gewonnen. Da hat mich denn etwa die Kraft der Sterne verlassen. Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Ja, ist aber klar, wer der Stärkere ist. Bei dem seine Energie geht ja wohl so langsamer flöten, ja, wenn man hier mal sieht. 32 Sterne, ohne Scheiß. Ja. Haben wir schon gesammelt. Schon gesammelt. Bowsers Lavasee war das. Okay. Speichern und weiter. So. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was mache ich als nächstes. Ah komm, ich habe eine Idee, was wir machen. Da. Machen wir hier hinten. Genau. Ich weiß nicht, war man hier schon drin? Ne, ich glaube, hier war man nämlich noch nicht drin. Ja, doch, weil dann können wir nämlich hier die Folge auch noch den grünen Schalterpalast machen. Nice. Das ist ziemlich nice. Tschu! Frag mich eigentlich, was das für ein Ding ist. Das sieht so aus wie so Öl sieht das aus, ja. Jetzt haben wir das jetzt noch nicht die grüne Kappe ab, weil sonst wäre ich hier unverwundbar. Ja, ohne Scheiß. Hier haben wir wohl die ganze Karte in dem ganzen Spiel, ja. Die ist so unübersichtlich wie sonst was, weil das ist eine Karte für mehrere Stockwerke gleichzeitig, ja. Aber die findet man an so vielen Punkten. An beiden Wegen lauern Gefahren. Du benötigst, links benötigst du den Beinsprung, um weiterzukommen. Rechts Arbeitsplattform, Nebellabyrinth, links schwarzes Loch und der Höhlensee. So, das Geile ist nämlich, die Begegnung, die Karte sehen wir hier an mehreren Punkten, aber die ist so unnütz wie nur was, weil die ist einfach total für den Arsch. Ich weiß, wenn ich jetzt links lang gehe, um auf Nessies Rücken zu klettern, wäre das der kürzere Weg, aber es ist jetzt egal. Ich jetzt hier lang gehen. So, können wir hier stehen? Benutze die Stange. Geil. Geilste Information ever. Benutze die Stange nur Hunden zu gelangen. Aber die Stange ist für Noobies, ja. Die benutzen wir nicht. Ohne Scheiße, ey. Warum schreibe ich die so eine Information da drauf? Ja, hier haben wir wahrscheinlich benutze die Plattform nach oben zu lang. Ah ne, doch nicht. Okay. Ja, okay. Dann können wir das hier natürlich so benutzen. Hui! So. Ja, okay, da steht wahrscheinlich wieder so jetzt ähnlich auf so einem Schild. Alter. Schon fast hier von dem Felsen aufs Maul gekriegt. Wäre natürlich nicht so Premium gewesen. So. Boah. Ich gerade, ja, was ich jetzt natürlich nicht mehr weiß, ohne Scheiß. Lol, ich hab gedacht, ich hätte jetzt Leben gerade aufgenommen. Lol, jetzt ist... Ja, genau, ist das despawned, ey.
Ich weiß nicht mehr, wie ich an diesen Stern komme. Da komme ich irgendwie durch dieses Nebellabyrinth durch. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ja. Ich vergesse das immer wieder. Aber, das werden wir noch herausfinden, wenn es soweit ist. Wenn wir das Nebellabyrinth erkunden werden, ja. Aber bis das soweit ist, das... Na, das dauert ja noch ein bisschen. So. Dann können wir sie mal schauen. Ah, guck mal, hier hätten wir natürlich auch einen von den grünen Blöcken. Aber den haben wir ja, wie gesagt, noch nicht aktiviert. Ja? Boah, jetzt bin ich gerade echt am überlegen, soll ich jetzt wirklich die Mission mit Nessies Rücken machen oder soll ich den grünen Schalter machen? Boah, komm, nee, ich glaube, ich mache den grünen Schalter. Weil dann hätte ich die nämlich schon alle. Weil für Nessies Rücken wäre jetzt dieser Stern, der hier rechts zu sehen ist im Bild. Und ja, nee, komm, ich mache einen grünen Schalter, weil da haben wir die nämlich schon alle rum. Das ist nämlich besser. Da haben wir die nämlich alle. Das wäre besser. Ja, das wäre echt besser. Fuck. Boah, du Scheißding. Geh da rüber. Ich wollte nur einen Weitsprung machen. Okay, es geht auch ohne Weitsprung. Ja, weil hier hinten ist noch so ein verstecktes Level. Und da können wir auch gerade noch mal in dem Zug 8 rote Münzen mitsammeln. Was ja eigentlich in jedem Schalterpalast so der Fall war. Ja, bla bla, Titankappen, bla bla. Zack, zack. Ja, guck mal, die können allerdings, weil sie scheiße sind. Nummer 1, Nummer 2. Leben mitnehmen. Münzen, 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 Münzen. Bam! So, du hast den grünen Schalter aktiviert, aber jetzt kannst du die Titankappe einsetzen. Und... Was? Und ach so, und Besiegbarkeit erlangen. Jeder grüne Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Ja! So. Lol. Das Problem ist jetzt, ich darf hier jetzt nicht ins Wasser fallen. Weil ich brauchte eine Kappe, ansonsten treibt mich gerade die Strömung nach vorne. Und ich kann noch nicht mal die Kameraperspektive. Doch, jetzt möchte ich die wechseln. Okay. Und man sieht hier, ist voll die Mega-Strömung. Ohne Scheiß. So. Und mit der können wir uns jetzt natürlich hier unter Wasser bewegen. Da war eine Münze. Da. Nummer 7. Und Nummer 8. Ja. So, wo ist der Stern? Da ist er. Nice. Aber das auch schon. Guck mal, da haben wir ja jetzt in der Folge haben wir ja noch die letzten zwei Schalterpaläste jetzt hingekriegt. Guck mal, geil. Speichern und weiter. So. Fuck, nein, ich wollte... Oh Gott, ey. Ich wollte doch vorbeilaufen, ey. Kletter auf Nessies Rücken. Nee, ich wollte hier wieder raus. Ich wollte mich mit dem Pilzkopf da hinten reden, weil da kriegen wir nämlich einen Geheim... Okay. Okay, das müssen wir nächste Folge machen, weil da hätte ich jetzt einen geheimen Stern gekriegt. Den muss ich dann nächste Folge holen. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, ja. Freue mich, wenn ihr auch dann das nächste Mal wieder einschaltet bei einer neuen Folge von Let's Play Super Mario World mit dem Noggin.